Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich muss mal irgendwann mal die USB-Boxen nochmal suchen. Jetzt zeige ich das ein bisschen verrückt. Hier ist das ja noch zu sehen auf dem Bild nochmal. Ja. So, mach drei Master. Komischerweise fragt er nach dem Configuration Sound Gedöns. Also ich kann über Arena den Level nicht einstellen und über Emulator auch nicht, weil ich sehe ja die Grafik nicht auf dem Laptop. Egal, muss so gehen. Meine Güte, was ist jetzt los hier? Das mit der Nadel reingestochen? Hallo? Vermutlich stellt er gerade den Level ein. Ja, ganz schön lange für einen Zug. Das ist jetzt, da macht drei Master. Ich spiele 10 Minuten. Da ist diese alte Klotzuhr. Die ist dermaßen robust, ist die. Das ist auch, ich tippe mal, das ist in Spanien angefertigt worden, das Gerät. Sieht ein bisschen rustikal aus, muss ich ehrlich sagen. Ist aber auch dafür sehr zuverlässig und sehr robust. Hier hinten stehen die verschiedenen Level dran. Kann man auch schön zum Blitzen nehmen. Ist jetzt keine DGT-Uhr, aber DGT-Uhren sind ja auch in China hergestellt. Da habe ich keine gute Erfahrung mit. Aber es muss ja doch etwas nachdenken hier. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Level das ist. Nicht, dass ich hier eine Turnierstufe eingestellt habe. Dann würde ich nämlich doch lieber den beschleunigen auf 500%. Dann, das irritiert mich, wenn das zu sehen ist, den wieder wegmachen. Ich hatte die bestellt. Ich hätte die sofort zurückschicken sollen. Hab die angemacht mit Batterien rein. Ich dachte erst, die Batterien wären zu schwach. Dann war das Display super schwach nur zu erkennen, aber sah super, super schwach. Man musste wirklich sich. Also man kann gar nicht sagen, wie schwach man ist. Es gab da es gibt da keine Möglichkeit, den Kontrast einzustellen an diesen Uhren. Und dann habe ich hier an diesem Schalter, der ist hier unten drunter bei dem, habe ich hier rumgewackelt. Dann funktionierte das eine Zeit lang optimal. Und dann war es wieder super schwach. Dann habe ich es beim Repair-Café vorbeigegeben. Der, irgendwann bin ich da mal vorbeigegangen, Wochen später, da meinte der, ja, hatte das durchgetestet. Ich habe ihm mal gesagt, ich habe aber am An-Ausschalter mal rumgewackelt, da funktionierte das wieder, das könnte am An-Ausschalter liegen. Und seitdem habe ich keinen Bescheid mehr bekommen. Er hätte ja mal eine E-Mail-Adresse. Ich weiß auch nicht. So, ich bin auf jeden Fall am dransten. Oh, das ging jetzt aber schnell. Jetzt hat das wohl raus. Und das ist das, was ich vermisst hatte hier. Diese Zugansage. Der Vorteil ist, ich kann auf das Brett gucken hier. Was ist denn, wenn ich jetzt mit Läufer nehme auf? Ach so, Läufer B5, Springer B5, Springer B5, Springer E4. Das könnte die Sache sein. Dann rochiere ich. Läufer F7, Springer G5 Schach, da sehe ich keinen Sinn drin, oder Springer E5 Schach. Springer B5 geht gar nicht. Da geht auch Springer B. Ich habe den Bauer nicht bewegt. Springer. Wenn dieser Bauer bewegt wäre, dann würde es nicht gehen. Wegen Springer schlägt, Läufer schlägt, Dame Schach. Aber so ist er kein Schach. Und das ist, ich muss überhaupt nicht von diesem Brett hochgucken. Die Züge sind jetzt auch endlich in adäquater Geschwindigkeit, kurze Notation und so. So, ich hoch hier. Das jetzt geht's, jetzt hat das richtig raus hier. Jetzt funktioniert das richtig schnell mit der Zugansage. Ich habe das mal mit Fritz gemacht und das ist einfach zu langsam auf Fritz. So, ich sollte mal ein bisschen hier hinhören.
Was ich auch sehr schön finde, ist, dass er ansagt Dora 4 und sowas, nicht einfach D4, also man kann sich auch gar nicht verhören dabei. Springer G5, Dame D4 kommt dann bestimmt oder sowas. Springer E5, Springer E1. F13, Läuferschach in die Ecke, dann nimmt er, ich nehme. Das ist, wenn man das über Fritz laufen lässt, dann ist wirklich E7. E7 nach E5. So ganz langsam. Das ist das Problem bei Fritz. Das ist ein bisschen das Problem bei der Sache. Das ist nämlich ungelogen ist das. Du machst sieben Züge, meinetwegen, man spielt Internetschach mit Zugansage übers DGT-Brett. Du machst 10 Züge. Aber dadurch, dass er das so langsam ansagt, ist er erst beim dritten Zug mit der Ansage. Und da kommt wirklich noch der vierte, fünfte, da kommen alle Züge, werden durch die Bank angesagt. Du bist aber schon viel, viel weiter. Und wenn du da meinetwegen Läufer E7 machst und er sagt aber noch an, Bauer D2 nach D4, dann irritiert das einfach. Dann ist es mehr irritierend, als es irgendwie bringt. Ich überlege gerade hier Springer E5, Bauer E5, Dame A5 Schach. Dann Dame E5, ich weiß nicht, ich nehme einfach. Was sie da machen, König E7? Das Turmschach könnte ich geben. Bringt mir das was? Turmschach, König C6, Dame Schach, Dame E7, Turmschach, König C6, dann nehmen. Oder D4 sogar. Ich nehme erstmal weg. Also irgendwie habe ich es mit dem Rausschlagen nicht so raus mit diesen Figuren. Dame Schach, wenn er dann nach C7 zieht, da zieht ein Läufer wohl dazwischen. Ich greife den Turm an und den Läufer, aber Turm E8. Er droht ja wieder das Grundreinmatt. Ich kann also noch nicht mal die Dame nehmen. Verdammt, immer die Grundreihe. Und Aufgabe. Das war nur so eine Demo-Partie. Also man sieht, es funktioniert. War aber ein bisschen zu euphorisch gespielt von mir. Das Problem ist einfach immer die Grundreihe. Hätte der bei OEC gestanden, wäre es ganz was anderes gewesen. Dann wäre es wohl gewonnen gewesen. Aber ich muss immer die Grundreihe decken. Es droht mal Turm F1 matt, Dame E1 matt und so eine Schoten alles. Das war nur so ein Beispiel, wie man sich das dann vorstellen kann. Man stellt sich einfach eine Uhr daneben und blitzt gegen ihn auf dieser Uhr. Die Züge werden schön flott angesagt, sagen wir es mal so. Was ich auch sehr schön finde, ist hier Dora 5 und Emil 5, dass das noch angesagt wird. Man hat da gesehen, die Züge wurden recht flott ausgetauscht. Das ist sich so ein. Vielleicht gibt es auch schnellere Möglichkeiten der Sprachdurchsage auf Fritz, aber ich mag es nicht, gegen die Fritz-Engines zu spielen, etc. Hier kann man mal spielt man gegen Turbo King meinetwegen oder gegen Academy oder gegen Macht 3 Master oder was auch immer, wo man Lust drauf hat oder gegen MM1. Die Züge werden immer angegeben. Man muss also, das Problem ist sonst, man spielt eine Partie und muss dann ständig, man macht einen Zug, dann hört man, es wird ein Gegenzug gemacht, hört aber nicht welchen, muss immer rüber gucken, so ein Bildschirm und dieses Hin- und Hersehen, das irritiert dann zu sehr. Man kann sich nicht in die Partie vertiefen, obwohl das hier auch nicht den Eindruck hat, als hätte ich die Partie vertieft. So, was soll man dazu sagen? Es droht hier das Matt, ich muss die Damen tauschen, habe die Figur weniger, Partie Ende. So, auf jeden Fall, es funktioniert sehr gut. Und einfach mit so einer Uhr hier machen, dann ist das schönes Blitztraining gegen Schachcomputer. Die spielen alle unterschiedlich. Ich muss den PC nicht auf Affe stellen.
Da macht es einfach mehr Spaß. Ein bisschen Fanservice für mich, quasi alle Schachbücher zu haben, jetzt auf dem großen, modernen Brett. Ich kann die Figuren auch schieben, etc. Also ich muss nicht unbedingt so punktgenau anheben, auch wenn ich es mit den Figuren schlagen wollte, heute nicht so drauf habe. Ja, kann man nichts zu sagen. Hat es also gebracht, eine gute Verbesserung. Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, ich habe endlich die Sprachdurchsicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.